Heute geht es mal wieder weiter mit meinem Diamant-Tourensportrad. Und zwar stelle ich jetzt einfach mal die Kamera beiseite, mache einen kleinen Zeitraffer, wie ich das ganze Ding zerlege. Und dann hinterher gucken wir uns das Ganze mal in Einzelteilen an, was da noch zu retten ist, was neu muss. Wie zum Beispiel hier das Schutzblech und so, habe ich ja hier und da auch noch ein paar Originalsachen gefunden. Und wie man sieht, Zustand könnte besser sein. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es halt an sich schon an einigen kritischen Stellen ziemlich rostig ist. Aber jetzt nichts Tragisches. Das ist bisher noch halb so wild. Und genau die anderen Teile, die habe ich alle hier liegen. Die Lampe und so, das werde ich heute auch noch alles ein bisschen schick machen. Und dann geht es hier vorwärts. Beziehungsweise ein neuer Abend. Der GoPro-Akku war leider leer, als ich versucht hatte, vorne noch den Vorbau abzubauen, sowie unten das Tretlager zu lösen. Mittlerweile seht ihr, der Rahmen ist komplett nackt, ist nichts mehr dran. Aber dreckig ist er noch. Die anderen Teile habe ich schon teilweise gesäubert, das heißt, das Ritzel, die Kurbeln, Lenker und den ganzen Spaß, das ist alles schon wieder in einem guten Zustand. Und jetzt geht es nur noch daran, hier in dem Rahmen, man sieht halt überall hier noch der Dreck, das halt alles zu entfernen, dass das ein bisschen schick hier aussieht. Dann wird der blaue Lack ein bisschen poliert, nicht viel, aber noch ein bisschen von Hand. Und dann kann ich tatsächlich schon anfangen zusammenzubauen. Mittlerweile stellt sich halt das nächste Problem, und zwar brauche ich noch Laufräder und einen Sattel und dementsprechend halt eigentlich auch ein Schaltwerk und eine Kette und so ein Zeug. Und das gilt es jetzt alles zusammenzusammeln und dann wird aus dem Spaß hier auch mal noch ein Fahrrad.